Moin Leute, wieder ein neuer Wunderakku werdet ihr euch jetzt fragen, aber bei dem Teil würde ich fast sagen, ja, das ist schon so eine Art Wunderakku, aber er befindet sich schon seit längerer Zeit in der Erforschung und es ist wahnsinnig schwer, dieses Teil in eine kommerzielle Nutzung zu bringen. Aber es gibt tatsächlich größere Fortschritte und die möchte ich euch heute zeigen. Warum ist dieser Akku so wahnsinnig interessant? Weil er könnte tatsächlich direkt Benzin und Kerosin ersetzen von der Energiedichte her. Und ihr müsst euch klar machen, wenn wir das könnten, dann hätten wir wirklich sowas wie E-Autos mit 3000 Kilometern Reichweite. Das wäre machbar. Wir könnten Langstreckenflüge damit umsetzen. Also das, die Range irgendwie an Dingen, die wir damit schaffen könnten, die wäre wirklich gigantisch. Also es ist ein wahnsinnig interessanter Akku. Warum ist das so? Weil diese Art von experimentellen Akku hat die höchste bekannte Energiedichte, die man sich momentan theoretisch vorstellen kann. Also er hat den größten Speicher pro Akkugewicht, der momentan bekannt ist. Und was auch noch so wahnsinnig interessant an dem Teil ist, er atmet Luft. Tatsächlich, ihr habt richtig gehört, der zieht Sauerstoff rein und gibt ihn auch wieder ab. Also es ist auch total interessant, wie er funktioniert. Und das ist schon irgendwie abgefahren alles, würde ich jetzt sagen, oder? Ich zeige euch heute, wie der Akku genau funktioniert und was er kann. Wo stehen wir in der Forschung? Welche aktuellen Fortschritte gibt es? Und warum ist das fucking Teil immer noch nicht in meinem E-Auto drin, ja? Und natürlich die Frage, wie realistisch ist es, dass dieser Akku überhaupt irgendwann mal kommt, ja? Und was zum Geier hat eigentlich mein T-Shirt hier zu bedeuten? Das ist jetzt total unnützes Nerdwissen, was auch überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat, aber das hier sind die Navier-Stokes-Gleichungen, mit denen habe ich persönlich relativ viel zu tun. Diese beschreiben irgendwie Strömungen und nur der Beweis der Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung dieser Gleichung, die ihr hier auf meinem Shirt seht, gehört zu einem der wichtigsten ungelösten mathematischen Probleme, ein Millennium-Problem. Ja? Also wenn ihr es schafft, den Nachweis zu liefern, bekommt ihr sofort $1 Million von der unten genannten Quelle. Also viel Spaß beim Lösen. Wie immer habe ich alles selber recherchiert, ich habe alles selber geschnitten, den Ton abgemischt und wirklich alles selber gemacht, also komplett DIY. Und alle Quellen sind unten angegeben in der Beschreibung, also könnt ihr auch alles nachvollziehen, was ich hier erzähle und viel Spaß dabei, jetzt legen wir los. Okay, das erste, womit wir anfangen wollen, wie Benzin, ja, das hatte ich gesagt, was ist überhaupt damit gemeint? Damit meine ich die Energiedichte, das heißt die Wattstunden pro Kilogramm, die das Teil speichern kann sozusagen. Also Wattstunden ist eine Einheit für die Energie, die ich in dem Akku speichern kann und das pro Kilogramm, also pro Gewicht. Ne? Ich zeige euch einfach jetzt mal hier eine Grafik, die könnt ihr erkennen. Da seht ihr halt, wie aktuelle Akkus im Vergleich zu diesem Lithium-Luft-Akku und auch zu Benzin halt abschneiden würden. Und das fand ich halt ziemlich krass, wenn man sich das anguckt. Ihr seht halt, wir haben einmal blaue Balken hier drin. Die blauen Balken sind die theoretische Energiedichte, also wirklich einfach das absolute Maximum, was irgendwie denkbar ist. Und die anderen Balken, die ihr hier seht, die ein bisschen tiefer liegen, das ist die praktische Energiedichte, das heißt dann wirklich im Einsatz eines E-Autos, ja, also mit allen Verlusten, mit dem Zusatzgewicht, was ich brauche, um halt den Akku irgendwie einzupacken und so weiter. Also das ist der realistischere Wert. So, und ihr könnt jetzt hier einfach so sehen, was es da für Akkuentwicklungen gibt. Ich habe jetzt hier überall so Mittelwerte genommen. Ich weiß, bei einzelnen von diesen Akkus kann man sicherlich ein bisschen über die Werte streiten, aber ich denke, die Dimensionen werden hier sehr klar. Also sehen halt irgendwie so ältere Technologien wie Blei- oder Nickel-Cadmium-Akkus, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus und so weiter, sind relativ weit unten, was das angeht. Dann kommt der Lithium-Ionen-Akku, wobei auch hier, wie gesagt, die Range sehr groß ist. Das hier ist jetzt so eine Art Mittelwert, den ich gewählt habe. Dann kommen schon Lithium-Schwefel-Akkus, die halt eigentlich auch noch in der Erforschung sind, die aber auch sehr, sehr interessant sind und wahrscheinlich deutlich näher dran, irgendwann in den Einsatz zu kommen, als von dem Akku, von dem wir hier reden. Und wir haben noch Zink-Luft-Akkus, die halt auch sehr erstaunliche Eigenschaften haben und ich werde auch definitiv noch eine Folge darüber drehen. Aber ihr seht, das alles wirkt sehr klein im Vergleich, was jetzt kommt, und zwar Lithium-Luft. Ihr seht halt direkt, da ist ein Riesensprung auf einmal. Wir sind hier irgendwie bei 1700 Wattstunden pro Kilogramm. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Sprung zu allen anderen Akkus. Ja? Auch Benzin ist daneben und ihr seht, das Ganze spielt, wenn ich es halt im Auto benutze, ist einfach wirklich dieselbe Liga. Das ist halt Wahnsinn. Ja? Jetzt sagt bestimmt wieder irgend so ein Pseudo, mit Benzin habe ich auch keine 3000 Kilometer Reichweite. Ja, das stimmt. Aber bitte immer die Größe des Benzintanks, die ihr im Auto habt, bedenken. Zum Beispiel ein typischer Benzintank wiegt ungefähr voll beladen so 40 bis 60 Kilo, so ganz grob über den Daumen gepeilt. Ja, schon eher ein größerer Benzintank.
Und bei einem Tesla Model 3 zum Beispiel, der größere Akku wiegt halt 478 Kilogramm. Ja? Also das müsst ihr natürlich berücksichtigen. In E-Autos, die Akkus wiegen wesentlich mehr als die Tanks, also Benzintanks in normalen Verbrennerautos. Ja? Also bitte das berücksichtigen, wenn ihr da solche Kommentare schreiben möchtet. Für mein Beispiel, was ich jetzt hier genannt habe mit den 3000 Kilometern, bin ich von 300 Kilogramm Lithium-Luft-Akku ausgegangen und ungefähr nochmal 200 bis 300 Kilogramm für das Casing und das Ganze drumherum, wo der Akku halt eingepackt ist. Ja? Der Wert ist natürlich nur mega grob geschätzt, keine Frage, aber ich habe jetzt hier nicht einfach irgendeinen Blödsinn gerechnet. Ihr seht, auch das Drumherum und so weiter habe ich jetzt ordentlich hier mit einbezogen. Also die Energiedichte ist wirklich vergleichbar mit der von Benzin und das ist schon eine wahnsinnig erstaunliche Eigenschaft. Okay, ich habe bereits gesagt, der Akku atmet, also er nimmt irgendwie Sauerstoff auf und gibt den halt auch wieder ab und ich erkläre euch jetzt, wie der Akku so im Prinzip funktioniert. Hier dazu das Schema, damit ihr so ein bisschen seht, wovon ich rede. Ich werde euch jetzt erklären, wie die Entladung funktioniert. Ja? Die Ladung, also das Aufladen des Akkus ist im Prinzip derselbe Prozess, nur umgekehrt. Ja? Das ist halt immer reversibel, das ist ja das Prinzip eines Akkus. Okay, wie funktioniert das Ganze, wenn ich das Teil jetzt entlade? Das heißt, ich entnehme dem irgendwie Strom. Dann wandert von der negativen Lithium-Elektrode, wird halt ein positives Lithium-Ion über den Elektrolyten an die positive Elektrode abgegeben. Dabei wird ein Elektron frei und kann halt über den Leiter abwandern und das kann dann halt verwendet werden. Also das ist praktisch die Entladung so ganz grob erklärt. Die positive Elektrode besteht aus einem mesoporösen Kohlenstoff. Das ist quasi ein löchriger Kohlenstoff mit einer extrem großen Oberfläche und über diesen wird dann der Sauerstoff aufgenommen, ja? Also aus der Luft tatsächlich. Und dieser ist halt notwendig für diese gesamte Reaktion, damit die überhaupt stattfinden kann. Ja, das ist jetzt so das Prinzip total einfach und ganz kurz erklärt. Ich möchte euch jetzt nicht zu sehr damit langweilen. Das Interessante dabei ist noch, dass der Elektrolyt entweder flüssig oder auch fest sein kann. Und wenn es ein fester Elektrolyt ist, dann spricht man auch von einem Festkörper-Akku. Oder habt sicherlich schon mal auch von Solid-State-Batteries gehört, ja, also im Englischen. Ja, das ist genau der Fall. Und das wird gleich noch interessant und wichtig auch. So, ich habe euch gesagt, dieser Akku ist schon seit längerer Zeit in der Erforschung und jetzt natürlich die riesige Frage, wo liegen die ganzen Probleme? Warum ist das Ding immer noch nicht in der Anwendung? Und das sind im Prinzip so ungefähr fünf Punkte, ja, die problematisch sind. Einige davon konnte man tatsächlich schon lösen und ich erkläre euch auch gleich, welche das sind. Ja? Der erste Punkt ist halt, dass diese Struktur dieses mesoporösen Kohlenstoffs halt eine extrem wichtige Rolle spielt bei der Reaktion. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr da Sauerstoff aufnimmt, da kann eine Menge schief gehen. Ja? Im Moment ist es halt einfach so, dass man den exakten Einfluss der Struktur und der Größe dieser Löcher in diesem Kohlenstoff praktisch nicht kennt. Also man weiß den Einfluss einfach nicht und das ist halt noch Gegenstand der Forschung. Er ist aber extrem wichtig halt. Ja? Also genau dieser Part muss halt noch erforscht werden. Der zweite problematische Punkt ist, dass beim Einatmen es zu Verstopfungen kommen kann. Das kann man sich vorstellen. Ne? Also es sind halt extrem kleine Löcher und da kann natürlich irgendwie Feuchtigkeit eindringen oder irgendwelche Partikel, die ich da nicht haben möchte. Und beides ist halt wahnsinnig schlecht für die Zelle. Also Verstopfungen zum Beispiel reduzieren tatsächlich die Kapazität direkt. Ja? Also es gibt dann einfach nicht genügend Sauerstoff für die Reaktion und der Akku erstickt dann praktisch. Also das kann man sich wirklich so ein bisschen so vorstellen. Der dritte wichtige Punkt, warum das Ding immer noch nicht funktioniert, ist, dass durch die Aufnahme und Abgabe des Sauerstoffs halt Volumenänderungen im Akku entstehen. Also der dehnt sich aus, ein paar Teile schrumpfen wieder zusammen, ne? Das ändert sich halt alles, also ist sehr dynamisch da drin. Diese Volumenänderungen, die da drin stattfinden, die sind halt wahnsinnig schlecht für die Lebensdauer des Akkus. Also das kann man sich vorstellen, jegliche Bewegungen im Inneren des Akkus ist nicht gut. Ich denke, das leuchtet für die meisten direkt ein. Der vierte problematische Punkt ist, dass an der metallischen Lithium-Elektrode kann es ganz schnell zu Dendritenbildung kommen. Und diese Dendriten, das sind quasi kleine Kristalle im Inneren des Akkus, führen zu inneren Kurzschlüssen und zerstören ihn praktisch dann von innen. Ja? Das Ganze kennt man auch von Lithium-Ionen-Akkus. Dendritenbildung ist immer ganz schlecht. Oft durchstoßen die irgendwie den Separator und man hat dann einen inneren Kurzschluss, was den Akku praktisch von innen dann einfach tötet. Und auch das ist hier ein Problem. Der fünfte Punkt und der wahrscheinlich auch wichtigste ist, dass ich beim zwischen Laden und Entladen eine Spannungsdifferenz habe. Und die beträgt ungefähr 1,2 Volt.
Das heißt, zum Laden brauche ich 1,2 Volt mehr, als ich beim Entladen entnehmen kann. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein großer Teil der Energie, die ich beim Laden da reinstecke, einfach in Wärme umgesetzt wird, was einfach so viel heißt, der Akku wird während des Ladens heiß und kann sich dabei sogar entzünden. Und das ist natürlich etwas, was wir unter keinen Umständen haben wollen. Ich denke, das sieht jeder sofort ein. Okay, wie sieht's heute aus? Also fangen wir mit dem Jahr 2016 an, weil da hat das MIT halt einen ganz wichtigen Durchbruch geschafft bei dem Akku und es gab zum ersten Mal wirklich Hoffnung, dass das Teil vielleicht irgendwann wirklich kommen könnte. Die genannten Probleme, die ich euch eben aufgelistet habe, die gelten für viele Forscher als dermaßen gravierend, dass sie wirklich bezweifeln, dass dieser Akku jemals in irgendeine kommerzielle Nutzung wie E-Auto oder elektrisches Fliegen oder überall, wo halt eine hohe Energiedichte gefragt ist, kommen wird. Okay, was haben die Jungs und Mädels vom MIT denn anders gemacht? Die haben gesagt, wir haben das größte Problem eigentlich mit dieser Atmung, ja, also dieses Sauerstoff rein und rausholen. Das macht uns eigentlich die großen Probleme mit dem Akku oder zumindest die größten. Und da war die Idee zu sagen, okay, der Akku bringt seinen Sauerstoff einfach selber mit, ja, und muss daher nicht mehr von außen versorgt werden. Damit habe ich echt sau viele Probleme auf einmal erschlagen. Und denkbar wären jetzt, um das zu tun, halt irgendwie zum Beispiel auch Sauerstofftanks, ja, die irgendwie gefilterten und reinen Sauerstoff mitbringen und die damit dem Akku auch nicht mehr schaden würden. Damit wäre das Problem zwar gelöst, aber ich hätte ein neues. Durch diesen Zusatztank hätte ich halt einfach wieder meine Energiedichte, die dann am Arsch wäre. Ja? Also das würde mir einfach nichts mehr bringen. Ja? Also einfach, weil das Teil dadurch mehr wiegen würde, hätte ich damit die Energiedichte halt wieder auf ein Level gebracht, was dann nicht mehr interessant ist. Also was hat das MIT gesagt? Ja, der Tank ist irgendwie auch nicht die wirkliche Lösung. Also machen wir so einen Festkörper-Akku, ja? Also wirklich ein fester Elektrolyt, welcher Glas mitbringt als Elektrolyten. Also total interessant. Und in diese nanometergroßen Glaspartikel, die durch Kobalt umschlossen sind, werden die drei notwendigen Elemente, die ich brauche, oder die drei notwendigen Stoffe, die ich brauche, eingemixt. Und das ist zum einen Dilithium-Sauerstoff, Dilithium-Disauerstoff und Lithium-Disauerstoff. Okay. Und das Ganze umschließe ich dann mit Kobalt, um das stabil zu machen. Ja? Ohne das Kobalt drumherum oder irgendeine Matrix drumherum würde das Ganze halt instabil werden und sofort reagieren und dann hätte ich halt nichts mehr davon. Das würde mich dann nicht weiterbringen. Ich weiß, Kobalt ist sehr umstritten, aber denkt daran, das ist halt noch eine super frühe Forschung, die jetzt gerade erst wieder richtig begonnen hat. Und es muss nicht bei Kobalt enden. Also auch andere Matrizen wären hier denkbar und ich denke, da wird auch massiv dran geforscht. Und trotzdem sind die Vorteile, die wir am Ende auch einfach hätten, ich hoffe, ohne Kobalt dermaßen enorm, dass man halt darüber nachdenken muss einfach. Möglicherweise wäre es ja auch eine Option im Kongo, wo das Kobalt herkommt, einfach mal ein paar Schulen zu bauen und den Leuten einfach ein bisschen zu helfen. Ja, wäre eine Option, aber ich befürchte, das wird eher nicht gemacht. Aber schade, wäre eigentlich eine schöne Sache. Okay, welche Eigenschaften hat dieser Lithium-Luft-Akku vom MIT? Oder welche sind bisher überhaupt bekannt? Eine total spannende Eigenschaft ist, dass diese Batterie sicher ist vor Überladung. Ja, also tatsächlich haben die das Teil für 15 Tage bis zum 100-fachen der Kapazität überladen und es ist nichts passiert. Also ein normaler Lithium-Ionen-Akku würde da schon total explodieren. Also das ist schon eine sehr krasse Eigenschaft. Okay, was weiß man über die Zyklenfestigkeit? In dem Paper wurden 130 Zyklen durchgeführt und während dieser 130 Zyklen hat er 1,8% an Kapazität verloren. Wenn man das mal hochrechnet auf 20% Verlust, was eigentlich so der typische Wert ist, ab dem eine normale Lithiumbatterie als defekt gilt, dann käme man auf 1444 Zyklen. Ja? Allerdings ist es so, dass in dem Paper nur 130 Zyklen durchgeführt wurden und ich konnte leider nicht finden, warum es nur 130 sind. Also es wurde aus irgendeinem Grund dort abgebrochen. Entweder ist es ein Zeitgrund oder es gab tatsächlich irgendeine Art von Defekt, das weiß ich leider nicht, konnte ich nicht rausfinden. Die Spannung des Akkus liegt bei 2,55 Volt Nominalspannung und beim Wirkungsgrad sieht es halt so aus, dass da wirklich ein riesen Durchbruch erlangt werden konnte. Ich hatte euch eben schon erzählt, dass bei den typischen Lithium-Luft-Akkus das Problem herrscht, dass ein großer Teil beim Laden in Wärme umgesetzt wird. Ja? Und in dieser älteren Veröffentlichung, nicht vom MIT, war zum Beispiel von 65% die Rede. Also das war bisher Stand der Technik sozusagen. Also 65% ist halt echt wenig. Ja?
beim MIT-Akku ist es so, dass die dieses Problem tatsächlich mit dieser Technologie, die verwendet haben, lösen konnten und diese große Spannungsdifferenz fast, also extrem reduzieren konnten und damit halt auf einen Wirkungsgrad von 95% gekommen sind. Und das ist schon wieder sehr gut. Damit liegen wir wirklich in dem Bereich, wo jetzt auch moderne Lithium-Ionen-Akkus liegen. Und das wäre auf jeden Fall nutzbar. Die gravimetrische Energiedichte des Akkus, ja, das ist natürlich der hauptsächliche Punkt, über den wir hier die ganze Zeit reden. Die liegt bei dem Teil bei 1500 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist nicht ganz so viel, wie ich eben erzählt habe. Also es ist deutlich unter den theoretischen 12.000 Wattstunden pro Kilogramm. Aber es ist immer noch wesentlich höher als alles andere, was wir bisher haben. Ja, wenn man mal guckt, die neueste Generation an nickelreichen NMC 811 Akkus kommen auf maximal, also was jetzt wirklich der Extremwert ist momentan, auf 500 Wattstunden pro Kilogramm. Und diese Teile gibt es auch noch nicht. Also auch die befinden sich immer noch in der Erforschung. Wenn man jetzt zum Beispiel LFP, also Lithium-Eisenphosphat-Akkus im Vergleich zeigt, die jetzt zum Beispiel in einem Tesla Model 3 verbaut sind, die kommen auf ungefähr 200 Wattstunden pro Kilogramm. Okay, also man sieht, das ist ein echter großer Sprung um mehrere Faktoren. Das würde natürlich sehr viel ausmachen. 2019, also ich sag mal jetzt aus jüngster Zukunft, gab es tatsächlich noch eine weitere vielversprechende Entwicklung, die ich hier gerne nennen möchte. Und zwar haben das Paper, zeige ich euch hier als Quelle, sind Jungs und Mädels aus China, die halt die MIT-Idee aufgegriffen haben, aber versucht haben, diese Zyklenfestigkeit nochmal erheblich zu erhöhen. Das Ganze war tatsächlich von Erfolg gekrönt, leider auch mit einem großen Aber. Wie haben die das gemacht? Die haben das Dilithiumoxid, was halt notwendig ist für die Reaktion, in eine Matrix aus Iridium und Graphen eingeschlossen. Iridium ist ein sehr seltenes und sündhaft teures Metall aus der Platingruppe. Und ihr merkt schon, das könnte vielleicht das Problem sein. Und Graphen ist ein aus Kohlenstoff hergestelltes Material. Und dabei handelt es sich um irgendwie Kohlenstoffatome, die zu einem wabenförmigen Gitter angeordnet sind und in der Theorie tatsächlich nur eine Atomlage dick sind. Ja, ich blende hier immer mal so kleine Bilder ein, damit ihr euch das immer vorstellen könnt. Ja, dieses Material hat erstaunliche Eigenschaften und ist immer noch Gegenstand aktueller Forschung. Ja. 2010 wurde für Forschungen an diesem Stoff tatsächlich auch der Nobelpreis für Physik vergeben. Also ihr seht, auch Graphen ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Alleine darüber könnte man hier mehrere Folgen drehen. Total cool. Okay, wie sehen die Eigenschaften von diesem Akku aus? Das Teil kann tatsächlich 2000 Vollzyklen durchhalten. Das haben die getestet. Bei einem Wirkungsgrad von sage und schreibe 99,5%. Also das ist der Wahnsinn, ja. Das ist fast 100%. Das heißt, alles, was ich da reinstecke, kriege ich auch wieder komplett raus. Das ist wirklich, ich wüsste nicht, dass es irgendeinen Akku gibt, der so einen hohen Wirkungsgrad hat. Also wahnsinnig tolle Eigenschaften. Die gravimetrische Energiedichte liegt bei 980 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist natürlich nochmal eine Ecke unter dem Teil vom MIT. Trotzdem immer noch doppelt so viel wie alles andere, was wir momentan haben. Also es ist immer noch wahnsinnig hoch. Wo ist jetzt das Problem? Warum benutzen wir das Teil nicht? Das Problem liegt in diesem Iridium. Und Iridium kostet 1 Gramm 140 Euro. 1 Gramm. Und im Vergleich, damit ihr euch die Größenordnung vorstellen könnt, 1 Gramm Gold kostet 49 Euro. Ja? Also ich denke, das Problem wird hier sehr schnell klar. Das wird ganz schön teuer. Wobei ich nicht weiß, wie viel Iridium notwendig wäre, um so einen Akku herzustellen. Aber auch in der Fachliteratur, also selbst in dem Paper, der Entwickler stand halt, der Akku wird teuer. Also im Moment, wenn wahrscheinlich eher für so Hightech-Anwendungen wie Raumfahrt oder so interessant. Man sieht, auch hier haben wir wieder ein Trade-off zwischen der hohen Haltbarkeit und dem hohen Preis und leider der relativ niedrigen Energiedichte, also bezogen auf die theoretische Energiedichte, die eigentlich bei dieser Art von Akku möglich wäre. Also ist auch leider das immer noch nicht der gewünschte Durchbruch. Ja? Also ich denke, man hat jetzt vielleicht ein bisschen gesehen, was da im Moment abgeht und wie schwierig das eigentlich ist. Ja? Okay, wie sieht es in der Zukunft aus? Wird dieser Akku jemals kommen? Also wie es weitergeht, ich weiß es nicht, also wir werden es sehen. Ich denke, dass das eine der interessantesten Forschungen tatsächlich ist, was Hochenergie-Akkus angeht. Man muss sich halt klar machen, dass mit dieser Art von Akku tatsächlich auch Dinge wie Langstreckenflüge möglich wären. Ja? Also das ginge halt tatsächlich nur mit so einer Technologie, ansonsten ist es praktisch fast unerreichbar mit Akkus. Es ist unglaublich schwer abzusehen, ob der Akku halt kommen wird, aber ich denke, ich habe euch heute die aktuellen Entwicklungen zeigen können.
und dass tatsächlich auch einige dieser Probleme halt gelöst werden konnten und dass es halt auch auf Hoffnung gibt. Also ich denke, es ist kein hoffnungsloser Fall, so sieht das tatsächlich nicht aus. Allerdings ist der Weg ins E-Auto oder ins E-Flugzeug tatsächlich immer noch sehr, sehr weit. Ja? Wenn wir es aber irgendwann schaffen sollten, diesen Akku in eine kommerzielle und wirtschaftliche Nutzung zu bekommen, dann wäre das tatsächlich eine Lösung für wahnsinnig viele schwierige Probleme, die wir im Moment auf dem Weg in eine klimaneutrale Welt haben. Also das Teil, daran zu forschen, lohnt sich definitiv. Ja? Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht zu recherchieren. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like. Ich freue mich sehr über sowas. Kommentare auch immer sehr willkommen, wenn sie konstruktiv sind. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.